Und es ist wieder spät und ich habe wieder bis gerade eben gearbeitet und es gibt wieder ein neues Bundle und das hat mich sehr gefreut. Ich habe auch zugeschlagen und es gibt auch ein bisschen was zu gewinnen. Und ja, nach der Werbung seht ihr auch gleich was. Jo, heute ist Weltfrauentag. Wenn ihr das seht, nicht mehr. Aber trotzdem hat Hammel gedacht, ach, es ist Mittwoch, es ist Weltfrauentag, komm, dann bringen wir mal so ein Frauenbundle. Nicht für Frauen, sondern mit Frauen. Das heißt also, das ganze Ding nennt sich Humble Heroines. Was? Moment. Humble Heroines, genau. Jawohl. Heroines, ne, hat nichts mit irgendwelchen spritzbaren Drogen zu tun, sondern ne, Englisch für Heldinnen. Jawohl. Und jo, wir haben da einige alte Bekannte, aber durchweg gute Spiele. Einige davon haben wir sogar schon mal angezockt. Oder eins? Gucken wir gleich. Wir fangen erstmal mit dem Highlight an, wobei ich sagen muss, es ist praktisch niemals preisreduziert, aber es wird schon sehr oft gebundelt. Ich habe es auch schon mal verlost, sogar schon zweimal, glaube ich. Trotz allem bleibt es ein unglaublich gutes Spiel. Und deswegen erstmal hier freigegeben ab 16 Jahre. Super. Vorwarnung, genau. Ja. Ihr kennt schon, ja? Control. Und zwar natürlich in der Ultimate Edition. Könnt ihr auch gewinnen. Weil, wie gesagt, habe ich ja schon mal verlost. Und ja, also Control ist gigantisch. Ist ein unglaublich tolles. Ich würde es Mystery Shooter nennen. Weil es ist ziemlich abgefahren. Es gibt verschiedene Ebenen. Es ist sehr esoterisch angehaucht. Ein bisschen Psycho-Horror ist auch mit dabei. Aber vor allen Dingen ist es ein sehr, sehr, sehr spezieller Shooter. Jo. Und was haben wir da? An Sprachen ist es natürlich wieder die volle AAA-Ausstattung. Das heißt also, wir haben auch die deutsche Synchronisation und die ist auch sehr, sehr gut. Ja. So, also das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Es ist sehr positiv bewertet, ist von 2020 und kostet normalerweise noch 40 Euro. Ja. Aber wie gesagt, es ist schon ein paar Mal gebundelt. Nur sollte man es auf jeden Fall haben. Ganz klar. So, war auch, glaube ich, schon mal beim Choice dabei. Ne? Genau. Ah, bevor ich es vergesse. Und das geht gar nicht ums Choice, sondern die Natami Luna hat sich dieses Türkei und Syrien Erdbeben Opfer-Bundle auch gekauft und die hat wohl insgesamt ganz anders Spiele gesammelt als, sagen wir mal, der Revenger oder ich. Das heißt, es sind zu der Verlosungsliste etliche neue Spiele dazugekommen. Ich habe das in dem Video unten nochmal angepinnt. Das heißt also, gerne nochmal einen Kommentar schreiben, falls ihr die neu dazugekommenen Spiele, ich habe es genau getrennt, auch gewinnen wollt. Nur damit ihr es nicht überseht, weil es wäre schade, wenn die dann da wären und es gäbe kaum Teilnehmer. Genau. Gut. Nummer 2. Achso, ganz kurz zum Bundle. Das Bundle hat wieder nur eine Abteilung und die kostet 14,20 Euro. Da sind wir jetzt mit Control im Prinzip schon drüber, aber es wird noch besser. Weil nicht bisher gebundelt ist tatsächlich dieses hier. Und da habe ich mich gefreut wie Bolle. Das habe ich schon so lange auf meiner Playlist, Wishlist. Und das wurde bis jetzt, ja, wie gesagt, nie großartig reduziert. Ist auch relativ neu, ist März 22, also gerade mal ein Jahr alt. Und ich habe die Serie komplett, auch wenn der dritte Teil nicht toll war, der vierte soll wieder richtig gut sein. Ich rede von Cyberia, The World Before. Dazu muss man sagen, Teil 1 und 2 sind einfach die absoluten Meilensteine in Sachen gefühlte Einsamkeit. Also ist. Ich habe noch nie, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, in dem Einsamkeit und so ein kafkaeskes, du bist ganz allein auf dich gestellt, besser dargestellt wurde als in diesen beiden. Bei dem dritten Teil, storymäßig war das okay, aber das war ganz schlimm. Ganz schlimm. Trotz allem hatte es auch seine Highlights, da gibt es diese berühmte Szene, dass ein
kleiner Inuit-Anführer die ganze Zeit die Hauptdarstellerin mit ihrem vollen Namen angesprochen hat. Und zwar bei jedem Satz. Also jeder Satz hat geendet mit Kate Walker. Oder ja, auf jeden Fall kam es in jedem Satz vor. Gut, egal. Ich habe dieses Spiel noch nicht angezockt. Und ja, ich kriege gerade Nachrichten vom Ravenger, weil der hat auch zugeschlagen, damit ich weiß, ob es vielleicht noch was dazu kommt. Kommt auch, aber ja, nichts, keine neuen Spiele zum Verlosen. Gut, egal. Siberia, Ausstattung auch wieder Deutsch, Englisch, Französisch sind die Sprachausgaben. Das heißt also, für uns ist auf jeden Fall was dabei. Und kostet normalerweise auch noch 40 Euro. Und das ist jetzt wirklich wahr, weil also es wird wirklich nie sonderlich günstig angeboten. Also zumindest habe ich es nicht gesehen. Genau, so. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Also das könnt ihr leider nicht gewinnen. Was heißt leider? Ich bin froh, weil ich habe es dringend gebraucht. Genauso wie das nächste. Das wusste ich nicht, dass ich es brauche, aber jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, ich brauche das sehr dringend. Pray for the Gods. Ich sage das so seltsam, weil das so seltsam geschrieben wird. P-R-A-E-Y. Keine Ahnung. Eine Mischung aus Pray und Pray. Ich weiß es. Achso, genau. Einerseits sind die Götter die... Einerseits bist du Opfer für die Götter, andererseits betest du für die Götter. Irgend sowas, ja. Und das ist sehr positiv bewertet. In letzter Zeit nur noch ausgeglichen. Warum auch immer. No Matter Studios, Abenteuer, 3D-Plattformer, Action-Plattformer. Also ich denke mal, das ist eine Mischung aus God of War, weil du halt eben diese großen Götter wegschlachtest und vielleicht so ein bisschen Tomb Raider, könnte ich mir vorstellen. Kostet normalerweise noch 29 Euro. Wir haben nur Oberfläche, dafür aber 19 Sprachen, Deutsch natürlich dabei. Jo. Und genau, das mache ich ja letzter Zeit immer, also DLC-mäßig gibt es dann nur den Soundtrack, das heißt also alles im grünen Bereich. Ja, das gleiche gilt für Siberia, da gibt es irgendwie eine Deluxe Edition, aber na, das ist dann nicht unbedingt. Und bei Control ist es ja die Ultimate Edition, da ist ja sowieso alles dabei. So, also, jetzt auch wieder gewinnen könnt ihr ein fantastisches Spiel. Haben wir auch schon irgendwann mal angezockt. Ich habe mir ein komplettes Let's Play davon angeschaut und war davon begeistert. Mir hat das Spiel nicht gelegen. Also ich habe da mit den Rätseln und mit vielem anderen ein bisschen Probleme gehabt. Und außerdem habe ich da so gewisse... Ich habe gewisse Probleme mit dem Spiel, weil die Hauptdarstellerin inklusive der Dämonen mich ein bisschen an eine Bekannte von mir erinnert. Und deswegen... Ja, so, bevor ich viel sage, es ist Hellblade, Senua's Sacrifice und wow, Ninja Theory ist der Entwickler und Publisher, die haben also auch Devil May Cry gemacht zum Beispiel und es ist ein absoluter, also Stimmen im Kopf, par excellence, diese Schauspielerin, die das gesamte Ding gemotion captured hat. Da gibt es ganz tolle Videos zu. Absolute Hochachtung. Das Ding treibt mir immer noch, vor allen Dingen wegen dem Schluss, aber ich werde ja nicht spoilern, immer noch die Gänsehaut auf dem Rücken. Also Meisterwerk, absolut. Spielerisch nicht mein Fall. Ich kann es nicht, aber fürs Let's Play zu gucken war es einfach super. Und ihr könnt es zweimal gewinnen, wie ich gerade erfahre. Das heißt also, auch der Ravenger hatte es schon. Also könnt ihr das, ja, genau. Ach so, ganz wichtig. Die Hashtags, ich schreibe es natürlich nochmal runter. Für Control ist Hashtag Control mit großem C. Hier ist es Hashtag Senua. Genau. Also, es ist, ja, kostet normalerweise auch noch 30 Euro, obwohl es von 2017 ist. Und wir warten ja alle wirklich heiß auf die Fortsetzung. Sprachausgabe nur Englisch, trotzdem bitte laut stellen, weil das ist auch ein Meisterwerk. Ich sage nur Stimmen im Kopf, übelst. Und ja, also, puh, übles Spiel. Übles Spiel, aber auch übel gut. Jo,
So, was haben wir denn da? Genau, also grundsätzlich zum Inhalt. Also, es ist ein Schwertkampfspiel im Prinzip, aber eigentlich mehr ein psychologisches Rätsel-RPG mit Kampfeinlagen. Und ich finde, der Psycho-Horror, der sollte auch noch erwähnt werden. Also wirklich wow. Na, genau. Geld habe ich gesagt, 30 Euro. Jawohl. Also wirklich tolles Meisterwerk. Nächstes. Das gab es irgendwann mal bei Epic umsonst, deswegen habe ich es schon. Deswegen könnt ihr es auch einmal gewinnen. Und deswegen hat es der Revenger auch noch nicht, weil Epic nicht sein Programm. Aber vielleicht habt ihr es auch schon, aber egal. Sable. Und das ist auch der Hashtag Sable. Sable mit großem S wie immer. Könnt ihr gewinnen. Erkundung, Open World, Abenteuer, Rätsel. Ich finde es von der Machart her wunderschön. Ich mag diese Art Grafik ganz gerne mal. Und ja, begib dich mit Sable während ihres Gleitens auf eine unvergessliche und einzigartige Reise. Ein Ritual, das sie durch riesige Wüsten, faszinierende Landschaften voller Raumschiff-Wracks und uralte Wunder führt. Erkundung Open World, Abenteuer, Rätsel, kostet normalerweise noch 25 Euro, ist im Moment im Sale. Und ja, wir haben Oberfläche und Untertitel, alles, was man sich wünscht, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Also alles dabei. Und es ist sehr positiv bewertet. Bei Hellblade auch nur sehr positiv. Ah ja, genau, da habe ich es gesagt. Gut, super. Also Sable könnte sehr schön sein. Ne? Also muss ich sagen, gefällt mir wirklich. Cyberia werde ich wahrscheinlich sogar irgendwann mal anspielen. Vielleicht gibt es da sogar ein Let's Play dazu. Aber das sehen wir dann. Ja, genau. So, nächstes. Ah ne, wir müssen noch ein bisschen warten. Da ist ja noch Trailer übrig. Es sind einige sehr lange Trailer dabei, deswegen. So, okay. Ja, es ist jetzt erhältlich. Ja. Ja. Und dann kann man es kaufen oder hier gewinnen. Ja. So, nächstes könnt ihr nicht gewinnen. Ist Dreamscaper. Tauche nachts tief in deinen Unbewusstsein ein und entdecke mächtige Artefakte. Also irgendwie Control, Hellblade und jetzt auch Dreamscaper, irgendwie Frauen mit Stimmen im Kopf. Naja gut, tauche nachts tief in dein Unbewusstsein ein und entdecke mächtige Artefakte, um deine Albträume zu bezwingen. Erkunde tagsüber die Stadt Red Haven und baue Beziehungen auf, um die Macht deiner Träume zu entfesseln. Träume, sterbe, erwache, wiederholen. Okay, ja, das ist ein Action-Rogue-like mit Rogue-Light-Elementen. Das heißt also, man kommt grundsätzlich dann doch immer wieder weiter, weil man sich mit jedem Durchlauf selbst nochmal verbessert. Sehr positiv bewertet vom August 21, von Afterburner Studios und von Freedom Games gepublished. Was machen die denn sonst so? Rescue, irgendwas, was ich kenne? Irgendwas, wo ich sage, oh. Airborne Kingdom. Ja, gut, das ist aber ganz andere Stilrichtung. Egal. So, genau. Also Dreamscaper oder Dreamshaper, keine Ahnung. Ja, habe ich Spaß dran, glaube ich. Und vor allen Dingen diese Zweiteiligkeit, dass es da also eine normale neuzeitliche Welt gibt und dann halt eben noch mal diese Traumwelt. Könnte ich mir gut vorstellen. Doch, ist schön. Dann ein weiteres Spiel zum Gewinnen und das haben wir auch schon angespielt. Erkundung und Rätsel und Lovecraft. Ja, deswegen haben wir es wohl auch angespielt. Soweit kamen wir aber nicht. Also Lovecraft kam da relativ wenig rüber. Das ist Call of the Sea. Hashtag Sea. Könnt ihr zweimal gewinnen. Warum, ist klar. Raw Fury mag ich als Publisher auch eigentlich ganz gerne. Ich glaube, das sind die mit Kingdom. Ja, gut. Damit haben sie bei mir eh sämtliche Türen schon geöffnet. So, ein packendes Abenteuerspiel, das dich in die 1930er Jahre und den Südpazifik entführt. Erkunde ein tropisches Inselparadies und ergründe uralte Geheimnisse einer vergangenen Zivilisation auf der Suche nach der verschollenen Expedition deines Ehemanns. Ja, und wenn da steht Lovecraft, dann heißt es, da kommt es auch was mit Tentakeln und groß und unheimlich. Aber solange wir das Spiel gespielt haben, war das eigentlich eher
harmonisch und schön bunt, ja. Sehr positiv bewertet im Großen und Ganzen. Wir haben englische Sprachausgabe, aber Oberfläche-Untertitel sind auch auf Deutsch und Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter. Genau, kostet normalerweise noch 20 Euro. Genau, ist auch jetzt im Moment nicht im Sale. Und ja, von Dezember 2020. Aber hier sieht man schon ein bisschen, dass es dann, ja, dann wird es ein bisschen traumwelterisch. Da haben wir schon wieder eine Frau mit Stimmen im Kopf. Wobei da die Stimmen, naja, nicht aus dem Kopf kommen, sondern in den Kopf rein. Ja, ich glaube schon. Gut. Auf jeden Fall, dann gut. Call of the Sea und Call of Cthulhu. Ich denke mal, sowas in der Richtung ist dann auch mit dabei. So, und dann mein Hauptgrund, das Bundle zu kaufen, ist natürlich das letzte Spiel. Das könnt ihr auch nicht gewinnen, das behalte ich. Das war, als ich das Bundle gekauft habe. Noch gar nicht auf der Angebotsseite. Also es ist völliger Blödsinn. Ich habe es nicht deswegen gekauft und es ist das Spiel, was mich mit am wenigsten interessiert. Aber es ist halt eben ein Spiel von dem Publisher Team 17, das ich noch nicht hatte. Und das sind die wenigsten. Nicht, weil ich die sammle, sondern weil die dauernd irgendwo reingedrückt werden. Ja gut, egal. Curve Digital und Team 17, ich mache da immer meine Witze drüber, aber die sind ganz okay. Ja, da sind auch immer wieder gute Sachen dabei, aber halt eben auch viele Spiele, die gutes Potenzial haben und dann einfach so doof umgesetzt sind. Das Ganze nennt sich Batura Lost Heaven. Ist vom Oktober 22, also relativ neu. Kostet normalerweise 25 Euro, ist im Moment im Sale. Und ja, Action, Rollenspiel, Rollenspiel, komplexe Handlungen, so. Ein isometrisches Action-Abenteuer, das auf Entscheidung basiert, mit Rollenspielelementen, einem einzigartigen Dualitätssystem, das sich auf Kampfgeschichte, Dialoge, Rätsel und Enden auswirkt, die dich dazu bringen werden, die Bedeutung von Opfern zu. Textende. Lese ich auch nicht weiter. So, wir haben hier an Sprachen Englisch als Sprachausgabe, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, also alles, was man braucht, Oberfläche und Untertitel. Das heißt also auch gut spielbar, wenn man dann dem Englischen nicht so 100% fließend mächtig ist. Ja. Und war schon gesagt, 25 Euro, sehr positiv bewertet, aber noch nicht so furchtbar oft. Ja, Batura, Lost Heaven. Mit diesem Spiel komme ich insgesamt auf einen Bundle-Wert von 234 Euro. Das heißt also, die 90% Rabatt haben wir schon, weil es kostet ja nur, wie viel habe ich gesagt? 14,12 Euro. Also, ne, das habe ich dafür bezahlt und das ist dafür absolut in Ordnung. Und ich habe jetzt mit Cyberia auf jeden Fall ein Spiel, was ich unbedingt auch haben wollte. Und ihr könnt vier Spiele gewinnen. Also Hashtag Control für Control, die Ultimate Edition. Hashtag Senua für Hellblade Senua's Sacrifice. Hashtag Sable für Sable. Und Hashtag Sea für Call of the Sea. So. Und das war es dann von mir schon. So, der Hinweis, dass ich, ja, genau, dass ich Spiele hinzugefügt habe von der Natami Luna zum Türkei-Bundle, das am 2. April ausgelost wird. Die Standardauslosung, also wir haben jetzt am 16. natürlich eine. Und die Standardauslosung für den Monat kommt am 1. April. Aber für dieses Türkei-Bundle, weil das so furchtbar viele Gewinne sind, das mache ich dann am 2. separat nochmal. Genau. Okay. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's auf jeden Fall gut. Und wie immer suche ich den Ausknopf. Genau. Und na, wie immer. Ciao und Abo wäre nett. Und bei Milky 3 und 6 reinschauen, da passieren interessante Sachen. Okay. Ciao.